Und damit willkommen zurück zu This War of Mine. Ja, der gute Marco ist gerade mal wieder vom Plündern zurückgekommen, wie immer. Wenn wir eine Folgenpause machen. Er ist müde und hungrig, heißt er darf sich sofort bedienen. Wir haben oben noch, ja, die Gitarre und alles ist noch da, der tolle Sessel auch. Das ist super. So. Er isst, legt sich hin und der Bruno... Der gute Onkel Bruno, der darf jetzt wieder Essen zubereiten. Wir haben leider kein Gemüse mehr, das ist blöd. Wir haben auch keinen Brennstoff mehr, das ist noch blöder. Ich muss gerade mal gucken. Wir brauchen immer einen dafür, für eins. Wir machen einfach mal drei, das sollte schicken. Ja, das ist mit den Teilen halt immer blöd. Das ist doof. Ja, machen wir es aus dem Holz, komm. Machen wir es aus dem Holz. Der Pavel, der muss dann auch sofort essen und ruckzuck ins Bett. Ja, ich weiß, du hast lange nicht geschlafen. Komm, dann geh mal runter. Geh mal hier runter. Bruno macht jetzt dann endlich Essen. Drei Stück, genau. Haben wir noch eins übrig für den... Für den Marco morgen früh wieder. Und ich bin echt gespannt, was noch passiert, ey. Ob es hier echt noch kälter wird und so weiter. Ich bin wirklich sehr gespannt. Heißt, wir kümmern uns echt erstmal darum, dass, dass hier echt alles abgedichtet ist. Es ist jemand an der Tür. Das übernimmt der Bruno. Oh nein, die wollen mit Sicherheit irgendwas. Hören Sie mir bitte zu. Haben Sie bitte Erbarmen. Oh nein, die wollen was von uns. Können Sie uns helfen, unseren Unterschlupf zu verstärken? Hallo, wir sind es wieder. Das Militär hat die Bombardierung in unserer Gegend verschärft. Deshalb haben wir uns entschieden, unseren behelfsmäßigen Unterschlupf im Keller zu verstärken. Wir haben die nötigen Materialien, wir könnten allerdings zusätzlich helfende Hände gebrauchen. Vielleicht könnten Sie uns helfen. Wie lange ist der denn dann weg? Wie lange ist der weg? Erwartet mal eine Sekunde. Lassen Sie mich wissen, wie Sie sich entscheiden, ja. Ja, das ist blöd. Gut, den brauchen wir ja im Moment eigentlich nicht. Eigentlich kann er ja mit. Oder, nee, warte. Nein! Nein, warte. Warte eine Sekunde. Okay, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich will nur mal kurz unten gucken, was wir noch so alles bauen können. Ob wir noch eine Verbesserung... Ach Gott, wir können ja echt so... Können ja echt alles bauen. Ach, er stellt das jetzt mal kurz her. Wo hat er das denn jetzt? Nö. Ach, da oben. Okay, der fängt da kurz an. Dann geht er wieder dahin. Weil das kann ja jetzt auch der Marco fertig bauen. So. Ja, komm. Danke. Und da geht Bruno. Er geht hinfort, um einem wildfremden Menschen zu helfen. Obwohl, nein, es sind ja keine Wildfremden, es sind unsere Nachbarn, die uns ja auch Gemüse geschenkt haben. Und es ist ein Geben und Nehmen, also helfen wir ihnen jetzt auch. Der Marco braucht Inhalt. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir das bekommen. Mit der Gitarre, kein Plan. Abgedichtet. So, wir lesen mal kurz. Tag 10. Wir müssen einander helfen, besonders in Zeiten wie diesen. Ich bin wirklich froh, dass wir uns entschieden haben, unseren Nachbarn zu helfen. Und der Pavel? Unsere Nachbarn waren gütig zu uns. Ich bin sehr froh, dass wir uns entschlossen haben, ihnen zu helfen. Okay, die freuen sich alle. Und jetzt kann er ein bisschen Gitarre spielen, weil ich... denke mal, dass das den Inhalt vielleicht irgendwie erhöht. Auch wenn er
schlecht Gitarre spielt. Gut, so soll es bleiben. Komm, hock dich mal daneben. Da hockst dich nieder. Obwohl, zur Not morgen früh können wir auch das Dosenzeug essen, obwohl das eigentlich ja wohl eher zum Tauschen gedacht ist. Vielmehr, das ist dazu geeignet. Können wir uns wieder fangen. Wir haben Stühle, wir haben Betten. Rettung hergestellt, Gitarre haben. Ja, Bücher brauchen wir immer noch. Alle Löcher in unseren Wänden wurden mit Brettern zugenagelt. Kleinere Angriffe sollten wir abwehren können, selbst wenn wir im Schlaf überrascht werden. Okay, cool. Das sollte ja dann eigentlich bedeuten, dass wir ja eigentlich gar keine Nachtwache mehr brauchen. Ich höre einen Hund. Oh, wie cool wäre das, wenn es einen Hund geben würde? Oh, wie cool wäre das denn? Wenn es jetzt, Entschuldigung, wenn es jetzt an der Tür klopfen würde und da würde ein kleiner Hund stehen. Oh, wie cool. Den man dann, man muss ihn ja nicht selber steuern können oder so, aber wäre an sich einfach schön. Und das bringt irgendwie keinen Inhalt, ne? Ich bin mir nicht so sicher. Wahrscheinlich brauchen wir doch einfach ein Buch. Das wird es sein. Dann versuchen wir gleich mal irgendwo ein verdammtes Buch zu organisieren. Was wir auch nicht verbrennen werden. Selbst im Notfall nicht. Wir werden keine Bücher mehr verbrennen, Freunde der Nacht. Apropos, die Nacht. So, er geht plündern und er schläft dann mal im Bett. Und wir lassen das jetzt wirklich mal mit der Wache sein. Ich, kann wegen Kämpfen nicht dorthin gelangen. Aha. Da sind auch Kämpfe. Da ist Gefahr. Etwas Teile. Wabbeln. Waffeln. Waffen. 37%. Da ist ja noch eine Menge drin, ne? Da ist ja noch eine Menge drin. Weil an die Dinger würde ich mich wirklich erst gerne wagen, wenn wir genug... Also wenn wir wirklich eine gute Waffe dabei haben. Wir machen das hier einfach mal. Wir nehmen... die Schaufel. Nee, die lassen wir weg. Wir machen das so. Und gehen plündern. Und wir gehen plündern. So. Hier nochmal reingeguckt. Aber da war ja auch nichts mehr. Da waren wir ja schon überall. Das war mit dem Typ, ne? Ja. Das war mit dem Typ, den wir Essen gegeben haben. Der da oben jetzt rumschleicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir hier irgendwo noch einen Dietrich brauchten, ne? Ich glaube ja. Wir gucken mal da oben. Gehen wir erstmal da hinten. Weil er ist gerade nicht da, heißt wir können hier nochmal... Ich weiß mal, wenn er so... An der anderen Seite war Riegel, okay. Heißt, wir müssen da oben ja rechts lang. Noch ein paar Teile. So. Einige Medikamente. Jetzt will er... Achso, er durchwühlt da. Ich dachte schon, jetzt will er Medikamente haben. Das wär's ja noch gewesen, ne? Ja... Holz, was soll's? Was ist denn heute wieder mit meinem Malz los, ey? Es ist ja furchtbar. Immer bei diesem Spiel. Bei sonst nichts anderem, ey. Hui, hier ist noch eine ganze Menge, aber... Ich würde gerne erst... Aber hier... Blöd. Blöd, blöd, blöd. Kein Buch. So, das nehmen wir mit. Das Schießpulver nehmen wir auch mit. Hier nochmal. Aber hier... Ach Mann, ich hätte doch so gerne ein Buch. Ich hätte doch so gerne ein Buch.
Verdammt. Und diese Teile gibt's ja hier auch nicht, ne? Irgendwie. Nicht so wirklich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut. Wir nehmen das mal so. Oh ne, das machen wir weg und nehmen Holz mit. So. Dann gucken wir mal kurz hier oben bei der Tür, aber da braucht man eine Säge. Also sollten wir uns vielleicht auch irgendwann mal wirklich eine Säge machen. Ich glaube, das werden wir auch gleich erledigen, wenn wir zu Hause sind. Denn da ist irgendwie, ist hier noch ein bisschen was. So, Marco, du kannst ja dann eigentlich schon zurück, weil das bringt ja uns ja jetzt nichts mehr hier. Hui! Mach's gut! Hoffentlich sind wir nicht überfallen worden, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Und hoffentlich lebt Bruno noch. Tag 11. Ah, Bruno ist wieder da, schön. Bruno hat unseren Nachbarn dabei geholfen, den anderen schon verlangen, ist nun wohlbehalten zurück. Ah, oh, wir haben eine Buddel Schnaps dafür gericht. Okay. Meinetwegen. So, er macht Happer. Und jetzt haben wir nichts mehr zu essen, ne? Das ist schon irgendwie... Das ist etwas blöd. Müde, hungrig. Hungrig, Inhalt. Jo. Scheiße. Scheiße war es gewesen, ne? Dann müssen wir die Dosendinger essen. Das fühlt sich besser an. Komm, du darfst auch eine Büchse essen. Obwohl ich die ja eigentlich aufheben wollte. Naja. In der Not frisst der Teufel Büchsen. Das heißt, dass diese Konserven sehr nahrhaft sind. Ja. So. Blablabla. Langsam und laut. Wir müssen, glaube ich, das Ding verbessern, um eine Säge herzustellen. Wir brauchen mal natürlich noch 5 Holz zu. Das ist blöd. Können wir denn hier noch was Tolles machen? Wir könnten mal gerade noch einen Wasserfilter herstellen. Machen wir mal 2. Denn Wasser kann man ja nie genug haben. Was ich gut finde, ist, dass wir keine Wache mehr halten müssen. Also wir jetzt hier das Ding echt gut verstärkt haben. Bald wird es vorbei sein. Es wird uns gut gehen. Biografie, was Neues? Nein. Okay, es gibt sage und schreibe echt gar nichts Neues. Hinein damit! So, Händler, komm doch mal an den Start. Hm? Mein lieber Freund, der Händler. Ansonsten haben wir nämlich hier gerade echt nichts zu tun, verdammt. Und... Nun bin ich ausgeschlagen. Der Pavel ist ein bisschen besser an der Gitarre, habe ich so das Gefühl, als Marco. Oh, derzeit mit Zigaretten und Tabak bezahlt. Diese Güter gehen aus der Stadt allerdings langsam aus. Was wird geschehen, wenn nichts mehr übrig ist? Oh, die kommenden Tage sollten noch schön und warm sein. Das perfekte Wetter für einen Spaziergang im Park. Ich habe das Gefühl... ...dass
dass wir bald einen Ofen bauen müssen. Menschen durchstreifen die Straßen und verlassenen Häuser nach... Was? Menschen durchstreifen die Straßen und verlassenen Häuser noch allem, was essbar, brennbar oder handelbar? Bis wenn die Stadt nicht bald Hilfeleistung erhält, wird die Situation... verhängnisvoll. Er spielt da oben immer noch. Wie schön. Ich guck mal gerade. So ein Ofen. So ein Ofen ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das machen wir mal. Ja, nur wo packen wir den wieder hin? Das ist die nächste Frage. Hier so vors Fenster heizen wir schön das Fenster mit. Ach Mann, doof, dass der da nicht hinpasst. Echt scheiße. Oder hier wäre auch cool. Komm, wir packen ihn da hin. Was soll's? Gibt nichts Besseres als auszuschlafen, da hat er recht. Der Bruno. So, haben wir einen coolen Ofen. Denn ich denke, so ab Tag 15 könnte es etwas kühler werden. Und der Bruno freut sich über den Sessel, das finde ich auch schön. So, und den kann man auch verbessern, oder was? Nutzt weniger Brennstoff. Thermoregulator, ja, das ist total klar. Es ist alles total klar, dass wir dafür natürlich einen Thermoregulator brauchen. Den wir natürlich nicht haben. Wo wir den auch immer finden, ich habe keine Ahnung. So, hier können wir ja jetzt nichts mehr tun. Verbessern, wir brauchen Holz und Bestandteile. Und hierfür brauchten wir ja auch Holz, ne? Ja. Ganz viel Holz. Hier packen wir gleich nochmal den Filter nach. Und jetzt könnte ja doch mal der Händler kommen. Händler, bitte. Bitte, fuck the war. Lieber freundlicher Händler. Aber er hat irgendwie keine Lust. Also könnten wir ja eigentlich auch den Tag beenden. Es sind ja sowieso nur 2 Stunden. Komm, die beenden wir jetzt mal. So. Er. Und die beiden können eigentlich pennen, ne? Ja. Oder... ja, wir können ja... nee, zu zweit... plündern geht nicht. So. Gefahr. Ja, das bringt uns nichts. Das auch nicht. Wir müssen eigentlich jetzt... Wir machen die Schule. Wir machen die bombardierte Schule. Oder? Oder gucken wir nochmal in der Kirche. Komm, wir gucken nochmal in der Kirche. Vielleicht gibt's ja da noch was. Ich hätte die Schaufel mitnehmen sollen, ich Trottel. Ach. Na gut, wenn nicht, müssen wir halt mal einen Tag hungern. Das sollte ja eigentlich für die Herren auch jetzt nicht so das Problem sein. Ich muss mich für eine Weile hinsetzen. Ah, er hat einige Sachen zum Tauschen. Und wir haben natürlich nichts dabei, ne?
Wir haben ja nichts dabei. Hier, so ein Dietrich. Schade. Okay, gut. Wir können hier bei ihm tauschen. Wir könnten ihn natürlich auch einfach... Könnten wir ihn einfach verprügeln? Ich glaube zwar nicht, dass das so eine höchst kluge Idee wäre, einfach hier den Pfarrer zu vermöbeln. Da kommen wir auch nicht durch. Och, das gibt's doch nicht. Kommen wir hier unten denn irgendwo durch? In die Katakomben hier, der Kirche. Ja, gut. Das ist zwar auch ganz praktisch, aber das kann man ja leider nicht essen, wenn man nicht gerade ein Holzwurm ist. Lalalalalalala. Privatbesitz. Okay. Das hier vielleicht auch. Hey, wonach suchen Sie ihn? Och. Ich weiß auch nicht. Ich gucke hier einfach mal. Oh. Ich glaube, das war nicht so gut. Ich glaube, die mögen uns nicht mehr. Naja. Immerhin können wir Gemüse mitgehen lassen. Gucken wir mal hier oben. Hoffentlich fallen sie uns nicht an. Ich denke, der Pfarrer wird uns vielleicht anfallen. Bitte nicht. Okay, der Pfarrer fällt uns an. Du bist tot. Jetzt fällt uns der auch noch an. Oh nein, er hat ein Messer. Marco ist gestorben. Nein. Es ist nicht wahr, ne? Es ist nicht wahr. Tag 12. Scheiße. Es ist jetzt nicht wahr, ne? Marco wurde auf der Suche nach Vorräten getötet. Es war eine furchtbare Nacht. Scheiße. Scheiße. Okay, wir machen gleich in der nächsten Folge weiter. Ich muss kurz... Bis gleich.